So, liebe Leute, hier bin ich wieder und wir haben beim letzten Mal, ja, was haben wir beim letzten Mal gemacht? Wir haben beim letzten Mal Element bekommen, das haben wir schon einen Stack voll. Dann haben wir die Turbo Boots hier bekommen, bei denen ich immer noch nicht weiß, was die genau können. Ich habe sie jetzt mal eingefärbt, sehen schön aus. Egal. Wir brauchen Energien. Uns fehlt Phönix und Drache. Manticore können wir, Manticore und Dodo-Weibern können wir auch noch gucken. Dann haben wir zwei Dinger. Auf die Krake, ach, egal. Wir gucken mal. Also wir brauchen Drache und Manticore. Nee, Manticore habe ich. Drache und Phönix. Beides fliegende Monster. Okay. Dino-Scan. Ich sollte, warte mal. Move. Drache. So. So. Da haben wir einen, der ist da unten. Das sind 69, 42. 69, 42. Mal den Drachen. Okay. Und dann brauchten wir noch den Phönix. Phönix. Der ist da unten am Arsch der Welt in Nähe der Wyvernschlucht. Ist ja toll. Wir müssen eh da unten hin, dann können wir auch da in 61, 16. Machen wir 17. 61, 17. So. Schreibe gefälligst was Richtiges hin. Okay. So, der Phönix ist da hinten. Da ist ein Teil der Karte, die noch gar nicht aufgedeckt ist. Aber wir machen das nämlich schlau. Wir könnten da jetzt hinfliegen, die Viecher platt machen mit dem Giga. Wir gehen aber mit denen hier unterwegs. Macht ein bisschen mehr Spaß. Hauptsache, das Spiel stürzt nicht ab. Dann macht das nicht mehr so viel Spaß. So. Ach man, soll ich durch die Wüste oder über Viking? Über Viking Bay? Es ist schwierig, ist beides bescheuert, wenn ich drüber nachdenke. Ich glaube aber durch die Wüste ist einfacher, ist schneller dahin. Muss ich eben nicht durch den Sumpf latschen. So. Das ist auch Bonbons, das ist gut. Wobei Wüste ist immer so gefährlich, ne? Die stürzt da im. Ist das ein Diplodocus? Der sieht cool aus. Wenn ich nur einen besseren Sattel dafür hätte. Mann, das macht richtig Laune. Warte mal. Okay, ich krieg 3000 Schaden. Dieser Ball. Der Ball des Todes. Nee, der sah bei einem Wilden eindeutig besser aus. Der war nicht so bläulich, sondern etwa grau. Hat mir irgendwie besser gefallen. Er sah realistischer aus. Sieht irgendwie hässlich aus. Muss ich mal den Modder anschreiben? Oder die Modderin? Das weiß ich jetzt leider nicht. So, er ist immer noch da oben. Wir könnten ja das mal anmachen. Guck mal, haben wir jetzt mit dem Zielfernrohr. Ich liebe diese Cluster-Rakete. Oh, das ist jetzt nicht so schön. Mann, Bonbons gehen alle. So. Auf jeden Fall. Ach du Scheiße, was habe ich mir da wieder eingebrockt? Das sah jetzt unheimlich aus.
Ah. Ein männlicher. Alter, ich mache so viel Schaden, ne? Das ist unmöglich. Windbreaker ist schon cool. Ah, Windbreaker hat ein Level Up. Scheiß Raketen, der Truthahn ist auf mich aufmerksam geworden. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Naja. Shit happens, würde ich sagen. Wir könnten geradeaus, ja, hier lang gehen, wo wir den Pleurodon. Erst dann noch, wie hieß das Ding nochmal? Tempest, ne? Mit Bringer of Rain oder Pain. So. Den haben wir ja hier irgendwo her. Oh, ich bin glaube ich nicht so schnell. Jetzt kommt gleich, stürzt das Spiel wieder ab. So. Ich glaube, ich bin kartentechnisch gar nicht mal so. Boah, das sieht so ekelhaft aus, wenn ich das. Kartentechnisch sieht das scheiße aus gerade. So, ich glaube hier in der Nähe müsste dann. So. Ein Primal Tibacolero habe ich also richtig gesehen. So. Noch kommen wir laufen aber doch so, das sieht cool aus. Oh, es ruckelt mir zu viel. Das sieht nicht gut aus. So. So, ein paar Looper. Alles kein Problem. Und hier irgendwo müsste ein Drache sein. Ach, natürlich hier in der Bifernschlucht wieder. Das ist nichts. Ey, das wollte ich jetzt nicht. Egal. Ey, kannst du mal aufhören, mit so rumzuspringen? Bisschen. Oh. Egal. Hinter keine Hände. So. Okay. Der Drache müsste hier irgendwo sein. Sagt er irgendwo? Ah, schade. Ich kann ja nicht springen. So, Revenger. Hm. Ah, Fallschaden. Scheiß drauf. Hm. Okay. Da ist der. Ach, kommt. Spiel, das macht ihr, meint ihr nicht ernst, oder? Der Drache befindet sich jetzt nicht zufälligerweise mitten im Vivon-Versteck. Schnauze. Okay, ist der hier irgendwo?
genauen Koordinaten wären schön, wenn ich mir die gemerkt hätte. Ich höre nichts. Das ist kein Drache, das ist eine Wyvern. Ich glaube sogar eine Gift-Wyvern. Sehr viel Damage. Final Dapper. Okay. So, wirklich greifen. Fuck. Verdammte Scheiße. Wo ist das Ding denn? Ist das Ding jetzt wirklich irgendwo oben am Arsch der Welt? Oder hier auf einem dieser Balken? Da unten wird er wohl nicht sein. Warte mal, 69,17 war der doch, oder? Ne, 17 war beim... War es beim Phönix? Ach, verdammt, scheiße. Ich hätte mir die Zahlen doch dahin schreiben sollen. Nur der ist das jetzt tatsächlich ein Wyvernnest da hinten? Was ist das? Ist das ein Wyvernnest oder ist das ein Greifennest? Es gibt ja auch Greifennester. Da ist's. Jetzt ist er nicht. Eine Feuerwyvern. Das ist wahrscheinlich eine männliche. Ist eine weibliche, okay. Okay. Weiter hier runter vielleicht. Schade, dass ich nicht einsehen kann, wo meine Markierung ist. Da ist einer von der Seite. Oh.
will es auch nicht stundenlang hier suchen. Ach toll, wo ist es denn, Drache? Ja, wo ist er denn? Du bist kein Drache. Das ist blöd. Das ist ziemlich blöd. Aha, ist immer das Gleiche. Wenn man danach sucht, findet man sie nicht. Schon wieder so ein Rex. Ich glaube, ich muss irgendwie doch an. Ach, ich glaube, ich muss tatsächlich unten an den Wirbeln vorbei. Gucken wir mal. Verwandt. Ein Spinner. Kakinos. Ne. Vielleicht habe ich mich da auch getan. Es ist höchstwahrscheinlich irgendwo weit oben. Egal, wir gehen erstmal zum Phönix. Dann auf den Rückweg gucken wir mal, ob wir jetzt da durchwuseln. Vielleicht fliegt er auch mittlerweile hier irgendwo lang. Ach komm, ernsthaft? Naja, egal. Den Phönix sollten wir ja finden. Wenn wir Glück haben, finden wir den Drachen auch noch. Andernfalls gehe ich zurück. Gucke nochmal nach, wo der Drache ist. Ich hätte das Teil mitnehmen sollen. Das lerne ich auch nie. So. Ja, das wirklich nie. So, wir müssen. Ach du Scheiße, einen richtig weiten Weg vor uns. Scheinbar scheint das keine Auswirkungen zu haben auf den Dunkelösters. Naja. So, Phönix. Flatterst du hier liebevoll hier irgendwo lang? Da ist er. Dann den Phönix haben wir schon mal gefunden. Das müssen wir nur noch zur Strecke bringen. Das ist ein Weibchen. Ah, toll. Wie
wir alle wissen. Habe ich den noch? Scheiße, verfehlt. Ach, wer weiß, vielleicht noch nicht ganz. Okay. Würde ich sagen, folge ich den einfach mal. Okay, Ziel muss geübt sein. Ach komm. Komm schon. Ach, ist doch. Naja. Da kann ich so viel schießen, wie ich will. Ich treffe den nicht. So. Wo bist du? Ja, hat mich im Wasser dort in Brand gesteckt. So. Ach du Scheiße, das habe ich jetzt nicht darauf geachtet. Das ist jetzt blöd. Okay. Das kam jetzt unerwartet, weil ich nicht daran gerechnet habe, dass ich nicht beziehungsweise ich habe nicht darauf geachtet, dass ich Schaden bekomme. Das ist irgendwie neu, dass er auch mich in Brand stecken konnte. Okay, wo ist meine Flatterfrau? Die ist immer so schnell. Aber wenn ich schon da bin, ne? Ich meine, Drache und so weiter, das ist. Was brutzelst du denn noch? Ach, ich hab den ganzen Fisch gebrutzelt für die 10 Dings. Das habe ich nochmal gezähmt. So, nochmal. Dragon. Da, 67, 43. Okay. 67, 43, merken. Wo ist... Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der nicht verreckt. Man sollte auf sein Leben achten. Mann. Das muss ich erstmal wieder wissen, wo ich gestorben bin. Also gut, ich weiß, wo ich gestorben bin, da wo der Phönix war. Nee, ich bin ans Land gekommen. Egal, ich habe erstmal einen weiten Weg hinter mir, vor mir. Dann gucke ich, ob ich den Drachen finde, denn der Drache wird sich wahrscheinlich auch irgendwo feldern. Und da ist es egal, ob der mir dann gleich folgt. Ich mache eh alles platt. Hauptsache, der Kleine ist nicht gestorben. Wäre auch ein Wunder, wenn der jetzt stirbt. War ja nichts, was ihn angreifen könnte. Ist ja nichts Aggressives dort gewesen. Ich hätte einen Stein mitnehmen sollen. Hat mein Tierchen einen Stein dabei? Na egal. Gehen wir erstmal so auf die Suche danach. Wir werden den schon wiederfinden. Da habe ich keinerlei Zweifel. So. Zombie-Titane. Müsste hier irgendwo gestorben sein.
glaube ich zumindest. Aber doch nicht. Scheinbar auf einer anderen Seite. Das ist jetzt blöd, denn Felix war hier gewesen. Frage, wo habe ich das Zeitliche gesegnet? Ah, das ist eine Ruine. Ich glaube hier irgendwo. Hier irgendwo müsste er doch. Ja, es dauert mir zu lange. Habe ich Stein dabei? Du zumindest. Dauert mir zu lange. Okay. Dann sammeln wir mal einen Stein. Wahrscheinlich bin ich total in der Nähe. So, das packen wir hier hin. So. Gut, hier irgendwo. So, auf Karte gucken. Der Pfeil geradeaus geht zu den Highlands, ein anderer. Da geht's zu den Highlands, dann ist das. Ach, die gehen momentan beide nach hier. Mal gucken, ob ich eine bessere Mod dafür finde. Da ist er schon. So, wo ist meine Leiche? Da bin ich noch. Taufrisch, so wie es sich gehört. So. Und das packen wir auf die 1 und dann ist alles wieder in Ordnung. Die Sachen sollte ich mitnehmen und an mir. So. Jetzt ist alles in Ordnung. Ich habe meine Rüstung wieder. Ich sehe scheiße aus wegen den Helm. So. Ganz gut. Hallo, Spino, hör auf damit. Verhalten. So. So, du hast jetzt nichts mehr da drin, ne? Also. Dein Ernst? Geh mir nicht auf den Sack. Okay, kümmern wir uns um den nächsten. Kümmern wir uns um den. Ich glaube, jetzt können wir uns um den Drachen kümmern. 67,43 war das. So. 67,43 war es zumindest gerade noch. So. Wo der jetzt ist, ist nur einmal dahingestellt. Wir klauen uns einfach mal. Und 67,43. So. Ach ja. Mein Vier stirbt nicht so schnell. So. So, jetzt muss ich nur noch. So. 67. Okay, gehen wir ein bisschen Damage. So, hier irgendwo muss der sein. So, 67, 43. Da oben.
ist er, ne? Er ist ein Greif. Ah, da ist er doch. Das bunte Ding hier. Okay, sind wir jetzt alle glücklich? Haben wir jetzt die Energien, die wir brauchen? Nach 30 Minuten kann man das auch mal veranlassen, das ist die fünfte Energie. Wo ist meine... Ach, da oben. Da sind die ganzen Energien. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch zurück. Und das weiß ich wieder, wie das ungefähr geht. Döp, 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 döp. Maul. Selbst mit dem normalen Biss sind wir schon fast so stark wie mein Gegner. Pech, wenn du im Weg bist. Zombie. The third try. Ich will leben. 30 Minuten. Ne, lass mal. Hier muss ich mit meinem Giga also mal hin. Hier ist der dritte Desert Tribe. Das ist nicht gerade die beste Kampfgegend. Von wo laufe ich jetzt gerade schon wieder lang? In was für eine Gegend? Das ist, glaube ich, die richtige. Ist das die richtige Richtung in Richtung Heimat? Naja. Ich mache wieder viel zu lange Folgen, fällt mir gerade auf. Vielleicht soll ich mal einen Schnitt machen. Ja, ich denke, das mache ich. Es passiert hier jetzt nichts Spannendes mehr. Oh. Das fand ich nicht dran. So viel dazu, es passiert nichts Spannendes mehr. So. Ich denke, so bin ich schneller. Das brauche ich nicht. Ich brauche die Karte, genau. Naja, ich würde echt sagen, ich mache einen kleinen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, liebe Leute, hier bin ich wieder. Ich habe meine Tour beendet, bin heil angekommen und... falsches Teil. So, die Drachenenergie. Das und das da rein. So. Sacrifice. So, jetzt habe ich nur ein Problem. Welches Geschlecht hat denn mein Baby Dodorix? Falls er noch lebt. Also er lebt noch. Er gedeiht auch prächtig. Nahrung und so weiter. Ja, okay. Scheint alles bestens zu sein. Das ist ein Männchen. Das heißt, ich kann ein Männchen opfern. Ich habe hier sonst nichts mehr. Ich muss ein Männchen opfern. Ey. So hast du, das ist das Weibchen. Du bist das schöne Männchen. Egal. Komm, wir stellen es mal hier hin. Komm, wir gehen jetzt noch erstmal einfach so aus Prinzip. Gehen wir denn noch ein Level up. So. Gucken, weh, das lohnt sich. Nicht. Und tot. Das ist so ein Riesenviech, ne? Zack, komm. Was hat er denn für Werte? 254. Die Werte sind gar nicht mal so scheiße. Also, zumindest jetzt so optisch so gesehen. Ach du Scheiße. Also definitiv Bewegungsgeschwindigkeit. Habe ich einen Bonbons? Habe ich noch ein paar Bonbons hier drin oder so? Ach du Scheiße. Ist hier irgendwas, was ihn schnell auflevelt? Ach du Scheiße, ja. Tempest, Bringer of Pain.
Ich hätte es hier direkt machen sollen. Komm, hier ist doch irgendwas. Ist ein Alu, definitiv ein Alu-Geräusch. Und jetzt heute noch was. Äußerst spannend gerade. Ach, je. Ich könnte kotzen. Ich bin aber schon schnell, ne? Hab ich den... Ah, ich glaube, das ist schneller. Ich glaube, es ist ein bisschen schnell. Komm, da hinten ist ein, da hinten sind Pontos. Diplo sogar. Kann ich mit C irgendwie was machen? X? Damit weiß ich. Und mit der Paste beschwöre ich den Tornado. Ach. Also, wie stark ist denn der Tornado? Nur mal so aus Jux und Dollerei. Brauche ich mich nicht so sehr bewegen. Oh, ja. Gut, aber ich kriege keinen XP dafür, das ist nicht so gut. Na, endlich. So. Definitiv Movement Speed. Aber ich finde, der Schaden ist ganz angenehm, finde ich. Und schon ein bisschen schneller, das ist gut. Erstmal schön ein bisschen, ah, das ist gut. Damit kann ich leben. Vielleicht einmal noch drauf leveln und dann. Wir kriegen sicherlich auch eine. Die Tick-Dinger sind schon richtig stark. Na, gucken wir mal, was wir so erreichen können. Krieg ich gar nichts. Aber ich wollte schon sagen, einmal noch da und dann. Ja, so ist gut. So gefällt mir das. 39.000, der kriegt verdammt viel. Hilfe. Er freut sich. Und mich jetzt wieder so langsam. Ich war gerade schneller. So, ich war doch gerade eindeutig schneller. Okay. Ist das warte mal. Ernsthaft? Ich kann richtig fliegen mit denen? Und das macht dann richtig Fun. So, Tapiara-mäßig. Das ist geil. Das macht Spaß. Da 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 da. So. Also so macht das wirklich ein bisschen Spaß. So. Hallo. Ich töte die einfach mal. 46.000 habe ich schon. Das ist ein richtig starker Pseudoboss eigentlich. Sage ich jetzt einfach mal so. Aber es fühlt sich cool aus. Wie sieht es denn so aus? So. Ja, sieht doch ganz nice aus.
Okay. Ich muss aus dem K-Menü raus. So. Hier können wir mal schönen Screenshot machen. Sieht cool aus. So. Denke, das reicht. Da, 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 da. Die Reise kann weitergehen. So. Ich muss ordentlich leveln. Die Titanen da hinten, diese kleinen Mini-Titanen. Die geben eigentlich immer ganz gut XP oder Primals. So, komm, wir machen einen da drauf. Ich sehe irgendwas machen? Nee. So, schön auf Damage gehen. Ja, ich mache ganz guten Schaden, würde ich sagen. Also der Element-Titan, der war, was bosstechnisch angeht, bisher eine Enttäuschung. Die anderen hingegen. Mosra hat mir gefallen. Den anderen, den Fister, den habe ich jetzt noch nicht getestet. So. Zweiundfünfzigtausend. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Naja. So, komm, wir töten noch ein paar Primals und dann war es das auch schon wieder. Falls wir irgendwelche finden. Ja, hier haben wir einen. Dinger gehen ja immer gut XP. So. So, mal gucken. Das macht richtig Laune, weil der fliegen kann. Fliegende Tiere sind immer gut, würde ich mal behaupten. So. 83.000 schon. Gut. Der ist jetzt schon so stark wie der Spinbreaker ungefähr. Außer ist er nicht so eine tolle. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie stark jetzt der Wirbelsturm ist. Denke mal, dass der mitlevelt. Ähnlich wie bei den Glacial Alu mit den. Dass man nicht vergessen, man darf diesen Wirbelsturm nicht unterschätzen. Das habe ich ja am eigenen Leib erfahren. Naja, da kommt unser Wirbelsturm, der sicherlich gleich wieder Geschichte ist. So. Naja, ich jedenfalls würde sagen. Das war's für heute, liebe Leute. Wir haben Energien gesammelt. Wir haben unseren Tech-Liopleurodon. Der gar nicht mal so schlecht aussieht. Der sieht eigentlich voll cool aus. Macht richtig Laune mit denen. So sagen, die beiden Tech-Viecher, die gefallen mir tatsächlich. So. Der sich anhört wie ein Alu. Egal. Ich würde sagen, das war's für heute, liebe Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.
Ciao.